was der Verzicht, ja. der selektive Verzicht ja. uns Gutes tun kann. Und da sprichst du ja auch hier von Überfluss, ja. Konsum. Und Wegwerfgesellschaft. Das ist das Problem. Wir leben ja heute in einer, wirklich in einem Überfluss, der ja eigentlich nur diese offenen Bedürfnisse versucht zu stillen, aber eigentlich nicht wirklich stillt. Ja? Das ist ein Geschäft. So. Und was wir wirklich brauchen, kriegen wir da nicht. Ja? Das heißt, es wird uns da suggeriert, ja, hier, du musst das und das machen, dann wirst du glücklich und bla, und diesen Partner und jeden Partner oder das essen und was weiß ich, und diese extremen Sachen machen. Aber was ist das Gemeinsame von all diesen Empfehlungen? Es ist immer die Suche im Außen, Glück im Außen. Ja? Das ist eine Sackgasse, da findest du nichts. Jedenfalls nichts Dauerhaftes. Du kriegst vielleicht kurze, freudvolle Momente zustande. Schau doch mal, wer wirklich mit sich alleine sein kann, ohne irgendjemanden. Teste mal die Leute. Ja. Nach ein, zwei Tagen, wie nervös die werden. Ja. Fühlen sich alleine, verlassen. Ja, ja. ja. Und das mal zu erleben, das ist eine Riesenerfahrung. Dann kommen auch, dann werden, glaube ich, auch die Lösungen viel klarer. Ne? Also die Lösung ist an sich so einfach, ja. Also wir müssen nur uns von diesen medialen, diese Überreizung mal lösen. Das ist wirklich so, wir sind wirklich so zugeknallt mit allen möglichen Konzepten und Fremdgedanken. Und die versperren uns den Weg zu uns selber. Das ist das Problem. Es ist viel einfacher, wenn man mal wirklich zu sich selber gefunden hat. Und wenn du aus dieser Warte heraus dann die Dinge betrachtest, dann wirst du merken, erstens brauche ich gar nicht so viel. Es ist mit weniger, läuft mal, also unser Körper funktioniert sowieso besser mit wesentlich weniger. Das ist also auch schon eigentlich die, nicht nur erwiesen, sondern ich sage mal auch die eigene Lebenspraxis. Ja? Also einfach mal reduzieren vieles, ja. Klar, Medienfasten ist eine Sache, Intervallfasten, Sexfasten, Atemfasten, also Thema Atemmuster, viele atmen völlig falsch, entgiften, aber auch Abhärtung. Wir sind ja so eine Kuschelgesellschaft geworden, so alles verwöhnt und alles, warm, flauschig. Ja, alles bekommen wir auf Knopfdruck. Bequem, genau. Lebensmittel werden nach Hause geliefert. Genau, ja, das ist das Problem und wir sind in dieser Hinsicht völlig verweichlicht. Ja. Und auf diesem hohen Niveau jammern wir jetzt, wenn uns dann mal irgendwas fehlt, keine Ahnung, mal Strom ausfällt oder was weiß ich. Ne? Und ich habe hier diesen schönen Satz aufgeschrieben, ja. Disziplin ist Freiheit. Das habe ich von einem ehemaligen Navy SEAL Soldat. Mhm. Ja, ich kenne den auch zufällig. Ja, Jocko Willing, der hat das mal gesagt. Ja. Disziplin ist Freiheit. Ich habe drüber nachgedacht, was er da wirklich damit meint. Ich kann ihn nachvollziehen. Ja? Der steht um 4.30 Uhr morgens auf, ne? Ungefähr. Mhm. Mhm. Aber es muss ja nicht jetzt diese Morgenroutine bedeuten, sondern es generell heißt es, in diesem System, wie wir es heute haben, kannst du dir mit einer gewissen Disziplin und einer gewissen Routine eine bestimmte Freiheit erzeugen. Und Freiheit, würde ich jetzt heute sagen, ist vor allen Dingen auch die freie, verfügbare Zeit, über die du selber bestimmen kannst. Nicht durch Systeme oder durch Arbeitgeber oder fremde Menschen, Verpflichtungen, sondern dass du sagen kannst, kann ich, wie viel Prozent des Tages kann ich für mich selber einteilen? Also habe ich verfügbar, wo ich selber bestimmen kann, was ich dann mache und wie ich es mache und was ich mache und so. Und viele sind da einfach durch ein fremdes Zeitkorsett natürlich eingebunden, so, sind nicht wirklich frei. Die müssten sich also erstmal freischaufeln. So. Und das erfordert natürlich eine gewisse Disziplin. So. Und, aber man wird auch belohnt, weil das, was man dann nachher bekommt, in vielerlei Hinsicht den Heilungsprozess, ich will nicht sagen unterstützt, sondern eigentlich Teil des Heilungsprozesses ist. Ja. Ja? Und das ist ja auch das, was, wo Krankheit auch den Sinn bekommt. Es hilft dir zu einer anderen Bewusstheit, sowohl im Hinblick auf, ich sag mal, Gesetzmäßigkeiten, die es hier gibt im Kosmos, aber auch im Hinblick auf dich selber, was deine Aufgabe ist. Ja, im Grunde das ganze Leben kann man auf einen Nenner zusammenbrechen. Es geht eigentlich nur um Selbsterkenntnis. Alles, was wir tun, alle Erfahrungen, die wir machen, sowohl individuell wie als Kollektiv, gerade jetzt, dient der Selbsterkenntnis. Und zwar der Selbsterkenntnis in dieser 3D. Dass ich mich in dieser 3D-Welt, in dieser Verpackung, in dieser Tarnung, in dieser körperlichen Tarnung, dennoch als das sehe, was ich wirklich bin und immer war und immer sein werde. Ja, und das ist, darum geht es aus meiner Sicht. Das ist der Prozess. Ja, und da ist natürlich die spirituelle Komponente drin. Und das ist das, was wir brauchen. Und nur mal zur Wiederholung, bei der Umfrage, der wichtigste Einzelfaktor für Gesundheit ist nicht gute Gene, gutes Essen, Schlaf und so weiter, sondern eine spontane Gottesbeziehung, eine Verbindung zur geistigen Welt. Das ist das Wichtigste bei einer Umfrage mit, glaube ich, 30.000 Teilnehmern für Gesundung. Muss man sich auch mal überlegen, was das bedeutet. Wir sind spirituelle Wesen, ja, die eine körperliche Erfahrung in gewisser Weise machen. So, und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, weil wir verlieren uns jeden Tag sonst in den materiellen Verstrickungen.
Ja? Und wenn man das Thema Abhärtung noch mal ein bisschen beleuchtet, weil das ist letztendlich, worum es im Kern geht. Das ist eigentlich die Essenz, warum überhaupt der Körper sich anpasst. Und wenn man das verstanden hat, können wir es sehr bewusst auch einsetzen. Also Training, gutes Training basiert auf diesem Grundprinzip. Man redet ja auch in der Sportmedizin vom Prinzip der Superkompensation oder Überkompensation. Wir setzen uns bewusst gezielt Stress aus, geben uns aber danach genügend Regenerationszeit, damit der Körper sich erholen kann, beziehungsweise diesen Stress so ausgleicht, dass er die jeweilige Struktur, die gestresst wurde, stärker macht. Genau. So, das kann die Kondition bedeuten, das kann die Kraft bedeuten, das kann das Denken bedeuten. Das bezieht sich nicht nur auf Körperlichkeit. Das ist auch, setzt dich einem neuen Themengebiet aus, was dich erstmal verwirrt, überfordert. Absolut. Ja, und dann so nach und nach entsteht auch eine mentale Fitness, wenn man so möchte. Und das sind alles Aspekte, die hier reinspielen. Ja? Und ich will vielleicht zum Abschluss noch mal zum Thema Heilung noch mal ein Extrembeispiel bringen. Von einem Mann. Alle kennen ja jetzt den Wim Hof, der ist ja sehr, sehr bekannt geworden mit seinen Rekorden, die er gemacht hat, ja. mit Eisbaden und so weiter. Ja, es ist extrem, keine Frage. Ich bin vor einiger Zeit auf noch einen anderen Mann gestoßen, der aus meiner Sicht noch mal das Ganze noch mal toppt, ja, wenn man jetzt das mal so betrachtet. Und zwar ein Russe, der ist auch schon verstorben. Der ist ungefähr 50 Jahre seines Lebens mit so einer Art Sackhose rumgerannt. Mhm. Ja, ich habe hier so ein Schwarz-Weiß-Bild, das können wir vielleicht mal in die Kamera zeigen. Ja. Porfiri Ivanov heißt der oder hieß der. Und der ist also bei Wind und Wetter, also auch bei Schnee, gibt es auch im Internet, kann man sich angucken, Videos, ja. ist der so rumgerannt. Bei Wind und Wetter. Barfuß auch. Barfuß und eben so bekleidet. Ja? Und man muss dazu sagen, der hatte, als er so um die 30 war, eine schwere Krebsdiagnose, wo die Ärzte auch gesagt haben, kannst nichts mehr machen, ist vorbei. Und er hatte bis dato auch sehr ungesund gelebt. Ja. Mhm. Und dann hat er gedacht, naja, dann werde ich den Sterbeprozess einfach mal beschleunigen, indem er sich also im Winter nackt in die Kälte rausstellt. Ist wie der Indianer, der auf den Berg gegangen ist, fast. Ja. Und was ist? Was ist passiert? Er hat sich mit kaltem Wasser übergossen und er hat sich nicht erkältet und ihm wurde von Tag zu Tag ging es ihm besser. Ja. Das heißt, er hat sich damit geheilt, obwohl er sich eigentlich umbringen wollte. Ja. Er hat quasi so eine Fasten eingeleitet, hat ja. eine Kältetherapie eingeleitet. Er hat vor allen Dingen mit Kälte gearbeitet, ja. Und daher auch dieses Zitat, was er sagt, und das ist eigentlich das eigentlich im Grunde, was es rund macht, er hat sich selbst geheilt, ja, von einer Infaustendiagnose. Er hat ja gesagt, um gesund zu sein, werden Kälte, Hunger und Bewegung benötigt. Die ganze Zivilisation strebt aber nach Wärme, Sattheit und Gemach. Die Menschen tun alles, um so schnell wie möglich zu sterben. Ja, muss man mal auf sich wirken lassen, in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft. Da kann man sich ein bisschen was abschneiden, sage ich mal so. Man muss es nicht so extrem machen, ja. aber man kann ja von solchen Beispielen lernen, was überhaupt menschlich möglich ist, was für Fähigkeiten in uns schlummern, wenn wir uns anderen Umweltreizen aussetzen. Und zwar Reizen, die unserer Natur viel näher sind, als jetzt irgendwelche medialen Schauergeschichten. Ja, also Wind, Wetter, Luft, Wasser, Erde, also den Naturelementen aussetzen. Und die Natur, die bringt das dann alles wieder ins Gleichgewicht. Ja, und das können wir im Verstand gar nicht nachvollziehen, müssen wir auch nicht. Aber das ist ja gut, dass du genau diese Beispiele bringst. Und dann können wir das eventuell auch irgendwo irgendwie im Kleinen reproduzieren, genau. indem wir uns auch sagen, komm, jetzt stell dich nicht so an, dusche halt mal kalt oder machst mal ein Eisbad nach der Sauna. Oder das können wir ja auch, müssen wir ja gar nicht so extrem, wie du schon gerade gesagt hast. Und vor allen Dingen nicht diese Völle beim Essen und... Wir haben es mit jedem bisschen selbst in der Hand. Ne? Darum geht es. Und diese extremen Beispiele, auch Wim Hof ist ja ein extremes Beispiel, zeigen aber nur, was möglich ist. Er hat auch seine Frau verloren. Es war Richtig. Viel Trauer, Kummer dabei. Ja. Sonst hätte er das wahrscheinlich auch nicht getan. Ja. Aber so weit muss es ja erst gar nicht kommen.